As if anything goes in vain. Don't understand why these rusty railings don't just collapse. Are you also feeling some pain? Being one of the bars, so you wanna see them crack. Don't know how to find the right lane. In the tangle of keepers that judge me when I tell you it's hard. So hard. Sometimes I got voices in my head, in my head. Sometimes I got voices in my head, in my head. Sometimes there are no choices that are better in. Yeah, better instead. Sinking, sinking to the bottom, am I dreaming, dreaming? I thought that I was sleeping, sleeping. Tell me if I'm going down. I'm sinking, sinking to the bottom, am I dreaming, dreaming? I thought that I was sleeping, sleeping. Tell me if I'm going down. Sometimes I got voices.
get above the scene, but I want you. I just want you to be around. I just want you to be around. Tell me what my fears, cause I don't know. I got voices in my head, in my head. Sometimes there are no choices that are better instead, that are better instead. Ich schwitze unterm Bass. Ist auch schön. Vielleicht müssen wir es doch überdenken. Luftlöcher. Genau. Wenn man Kommentare hinterlassen kann, würde ich gerne mal wissen, wie sehr euch unsere Anzüge gefallen. Ja, gell? Also.
Kami ist nämlich noch nicht ganz überzeugt, aber wir finden es ziemlich cool. Das ist unser letzter Song übrigens. Letzter Song. Kochi heißt er. Es ist jedes Mal das Gleiche, ihr lieben Leute da draußen an den Bildschirmen. Willkommen hier bei Newcomer TV, bei der ersten Newcomer TV-Nacht in der wunderbaren Portstraße Jugend und Kultur hier am Fuße des Taunuses. Es ist ein fantastisches Kulturzentrum, was schon seit über 40 Jahren in Sachen Förderung von regionaler Musikszene, Förderung von Jugendlichen und so weiter unterwegs ist und eine fantastische Arbeit macht. Wir haben für die erste Newcomer TV-Nacht 2022 natürlich nur die besten und die geilsten Bands eingeladen, die wir finden konnten. Unsere Scouts sind durch das ganze Universe gecruised und wir haben eine Band gefunden, die ist einfach fantastisch, die wird euch mit ihrem Sound mitnehmen und ich möchte euch jetzt mit einem universalen Beifall möchte ich den Camino begrüßen.
von der Band. Hallo. Die wir gleich ankündigen werden. Ich sag noch nicht den Namen der Band. Hallo Camino. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Und selbst? Ja, ich meine, draußen scheint die Sonne. Es ist sozusagen Frühling und alles geht, also ist so, wie sagt man, in Vorfreude. Ja? Man hat so eine komische Energie, die man im Rest der Jahreszeiten so vermisst, so ein bisschen. Also so eine Aufbruchstimmung, oder? Wie ist das bei euch? Auf jeden Fall. Ich habe echt sehnlichst auf den Frühling gewartet. Es war ein langer Winter und ich bin froh, dass es losgeht. Ihr seid, so steht es in euren, wie sagt man, in eurer Vita geschrieben, seit über 10 Jahren oder sagen wir mal so, das, was wir heute hier hören, die Musik, die wir von euch hören, ist ein Produkt, was schon über 10 Jahre in tiefen Kellern, in tiefen Weinfässern reift und erst dadurch, dass du zu der Band gestoßen bist, wenn ich das nicht falsch interpretiere, wird daraus ein Schuh, wie man so schön sagt, und jetzt kann es losgehen. Wie bist du zu dieser Band gestoßen? Also ich bin letztendlich über den Dave, über den Drummer unserer Band, da oben steht Hallo er, Dave. Dazu gestoßen. Yo, yo. Und eigentlich ist es so, wir machen noch zusammen UK Garage, also wir legen auf, David rappt und wir haben zusammen Musik gemacht und dann kam irgendwie so ein kleiner Song dazwischen, wo ich so gesungen hatte und dann war der David so, ja ey, wer ist denn das? Und dann hab ich so, ja, das bin ich. So, ey, da komm mal vorbei, wir suchen einen Sänger und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie irgendwie gesungen oder so. Boah, krass. Und ja, dann habe ich quasi mit den Jungs eigentlich erst angefangen zu singen und bin dann mit denen zusammen dann in diese Rolle des Sängers eingestiegen. The True Spaceman, so nennt sich eure Band. Ihr seid sozusagen angetreten durch dieses klangvolle Universum der Sounds zu fliegen mit eurem Raumschiff und ihr macht so wirklich echten Space-Sound, ihr nennt das Ganze Space Voyager. Seid ihr neben musikalischen Ambitionen auch Science-Fiction-Fans alle? Also ich würde schon sagen, das trifft auf alle zu, aber auf jeden Fall sind die Intensitäten so ein bisschen unterschiedlich gesetzt. Also es gibt ein paar, die sind noch krassere Science-Fiction-Fans als jetzt zum Beispiel ich. kann man schon sagen. Ja? Und ich meine, du bist ja jetzt schon eine Weile dabei, wie ist denn der Prozess? Also wir haben ja jetzt gerade erfahren, 10 Jahre lang seid ihr im Prinzip schon, ist die Band schon am Schrauben für diese Sounds und Gruß durch alle Universen, um die Details zusammenzutragen, die notwendig sind. Aber wenn ihr jetzt an Songs arbeitet bei euch im Proberaum, wie entstehen denn überhaupt Songs? Aus Improvisation oder ist jemand von euch der Songschreiber? Ich meine, du schreibst zum Beispiel die Texte, denke ich mal, und bringst sie mit. Ja. Und ist es der Text erst da und dann die Musik oder kannst du auch die Texte, die du schon hast, auf Musik bauen, die schon existiert? Also hauptsächlich machen wir es schon so, dass was aus dem Jam entsteht. Lustigerweise, die letzten Singles, die wir jetzt released haben, sind jetzt dann doch nochmal über ein Experiment entstanden, weil wir räumlich voneinander getrennt waren. Ich war eine Zeit lang in Italien, ja schon in Barcelona. Und dadurch wollten wir halt auf keinen Fall aufhören, zusammen Musik zu machen über diese Zeit. Das war jetzt ein halbes Jahr. Und deswegen haben wir es echt so gemacht, dass wir ganz unterschiedlich gestartet haben, uns aber dann die Stamps, also zum Beispiel einen Gitarrenlick oder so, rübergeschickt haben. Und dann hat der zum Beispiel David drüber gespielt, dann der Sammy und so weiter und so fort. Und so haben wir das dann aufgebaut, quasi remote. Also praktisch das gesamte Internet war das Studio und ihr habt euch die Files, die Soundfiles zugeschickt und daraus ist das geworden. Aber habt ihr denn überhaupt schon mal die Möglichkeit gehabt, gemeinsam im Proberaum zu stehen und mit schwitzenden Oberkörpern an Sounds zu arbeiten? Natürlich. Das, natürlich. Also, das machen wir auf jeden Fall jetzt, seitdem wir wieder zusammen sind in einer Stadt die ganze Zeit. Sobald wir proben. Und es war ein lustiges Experiment, die Songs dann zu spielen, das erste Mal dann wirklich auch zusammen. Und wir haben natürlich auch schon ältere Sachen, die dann entstanden sind, so typisch halt über Jams und so weiter, dann zusammengespielt. So. Inwieweit hat euch, ich meine, das ist immer wieder ein Thema, was mich auch sehr interessiert, weil wir uns das alles psychisch, eigentlich die ganze Gesellschaft belastet, Corona an die Wand gefahren und es euch unmöglich gemacht, überhaupt musikalisch zu arbeiten. Hat das so stattgefunden oder habt ihr immer irgendwie musikalisch gearbeitet, also du jetzt oder die Band?
Also ich würde sagen, musikalisch gearbeitet auf jeden Fall. Also wir haben halt versucht, das zu nutzen, indem wir halt einfach viel Songs geschrieben haben. Also und digital in die Richtung, praktisch. Genau. Ja. Aber auf jeden Fall hat das uns eingeschränkt. Also als wir unsere erste EP rausgebracht haben, wäre es halt total schön gewesen, die halt auch live zu performen. Und das hat dann nicht so wirklich geklappt, weil es halt dann noch eben zu dem Zeitpunkt ja gar nichts ging. Und jetzt hoffen wir, dass es langsam mal dahin geht, dass man mal... Weil im Grunde genommen, du bist 2019 dazugekommen, dann genau. Habt ihr eure EP No Rest for Spaceman rausgebracht, ja. Und dann hat es schon geknallt und nichts war mehr möglich. Also Voll. Eigentlich schlimmer kann es ja nicht sein. Ja. Es ist ungefähr so, als ob man kurz vorm Orgasmus von jemandem runtergezogen wird. Exakt. Also so irgendwie, ja. Also eine krasse Situation auf jeden Fall. Für euch auf jeden Fall nachvollziehbar, was da passiert ist. Dann die nächste Frage ist natürlich, hat das in deiner Arbeit als Texter, als Songschreiber, also das hat ja niemand für möglich gehalten. Das Kultur war ja für alle irgendwie, das ist unkaputtbar. Das kriegt, egal was passiert, egal wie sich die Systeme ändern, Kultur wird immer möglich sein. Aber dass man tatsächlich irgendwie im Lockdown lebt und oder ich nenne es immer im Downlock lebt, irgendwie, wo man dann alleine vereinzelt rummacht und wahnsinnig wird, weil keiner weiß genau, wie lange das geht. Niemand kann diesen fucking Virus sehen. Hat es irgendwo diese bedrohliche, fast, keine Ahnung, so hoffnungslose Atmosphäre, die in deinen Texten irgendwie einen Raum gefunden? Ich habe jetzt keinen Song geschrieben, wo ich das bewusst thematisiert habe, aber ich glaube, dass unterbewusst, vor allem jetzt so im Resümee, wenn ich mir die Songs ja so mit bisschen Abstand angehört habe, glaube ich schon, dass es unterbewusst auf jeden Fall da so seinen Platz gefunden hat, die Thematik. Und vor allem auch die Stimmung, habe ich das Gefühl. Aber bewusst jetzt habe ich das nicht thematisiert. Und jetzt ist natürlich Corona hat uns an die Wand gefahren und jetzt gibt es auch noch ganz in der Nachbarschaft einen Krieg, der unglaublich ist. Also Kriege sind eh immer unglaublich. Die Flüchtlingsströme und so und überhaupt, was so passiert dann, was weiß ich, Fridays for Future hat es gerade irgendwie gepackt, die Politik und auf die Gesellschaft ein bisschen aufmerksam zu machen auf diesen krassen Umgang mit unserer Natur. Und da hat sich ein bisschen politisch was bewegt. Und jetzt ist das alles irgendwie wieder in Frage gestellt. Man stellt sich hin und sagt, Atomkraftwerke sind plötzlich das Beste, was man der Umwelt antun kann. Also alles dreht sich um. Wie ist das für dich als Songschreiber? Hat das einen Einfluss, Flüchtlingsströme und diese ganzen Sachen, diese ganzen Themen, die uns im Augenblick irgendwie beschäftigen? Definitiv. Also man stellt sich halt generell, finde ich, immer so die Frage, so will man politische Musik machen und so weiter und so fort. Ich denke halt gerade auch so für kommende Zeit ist es halt schon wichtig, solche Sachen zu thematisieren und irgendwie in einen musikalischen Kontext zu stellen. Also definitiv macht das was mit einem zu 100% und ich denke, das spiegelt sich auch oder sollte sich, das ist halt eine schwierige Frage, ja, ob natürlich, sich das klar. Widerspiegeln soll oder, also ja. Wie sieht's aus mit der Konzertplanung? Man sagt ja, ich hasse diesen Begriff, aber Freedom Day, ich könnte es den Politikern immer um die Ohren klatschen, weil es dann doch nicht funktioniert. Aber trotzdem, es gibt ja Konzerte, es gibt die Sommergärten, es gibt kleine Festivals, es gibt Gartenkonzerte. Seid ihr irgendwie live zu sehen in diesem Jahr? Habt ihr da schon was geplant? Tatsächlich sind wir übermorgen zu sehen in Mülheim in Das Schanz. Da sind wir bei... Cooler Laden. Finde ich auch. Da sind wir bei diesem Bandcontest Emergenza dabei. Freuen uns endlich mal, das echt live zu spielen vor Publikum. Und ansonsten ist, soweit ich weiß, am 4. Juni spielen wir auf einem kleineren Festival. Da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Ihr habt ja eine Seite, ne? Ja, genau. Ihr seid ja im Internet, da steht das ja alles drauf. Genau, das wird alles aktualisiert. Findet man euch unter The True Spaceman? Habt ihr eine eigene Domain oder seid ihr eher bei Facebook und Instagram? Ja, also wir sind, ich glaube, am aktuellsten ist momentan alles auf Instagram. Ja, okay. Album, also es ist ja 2019 ist die Debüt-EP rausgekommen. Gibt es, seid ihr am Arbeiten? Ich meine, ihr wart ja super kreativ. Gibt es was Neues zu erzählen? Wir haben jetzt vor kurzem eben einige Singles rausgebracht, die alle zu der Zeit entstanden sind, als wir nicht zusammen waren. Die sind noch relativ frisch.
Wir haben jetzt so schon so was Kleines in Planung, dass wir uns erstmal bald wieder vergraben und haben echt Bock, Lieder zu schreiben. Und wo hört man die Sachen? Auf den normalen Streamings-Plattformen oder auf Soundcloud oder ich weiß nicht? Überall, auch auf Soundcloud, ja. Also alles klar. Ja, cool, wir sind heiß. Wir sind heiß. Liebe Band, kommt, geht an eure Instrumente. Wir sind absolut jetzt heiß drauf, das True Spaceman zu hören. Und für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, also im Mai, im Juni und im September, Oktober, November gibt es wieder Newcomer TV-Shows, wo wir natürlich Bands suchen. Und es wird auch von Mitte Juli bis Anfang August wieder die Sommerwerft geben, an der Weseler Werft, da am Main-Gelände, da unterhalb der Europäischen Zentralbank. Und da würden wir natürlich freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere Singer-Songwriterin jetzt vor der Glotze hockt oder vorm Computer. Meldet euch.